Umgang mit Kleinmut anderer. Kleinmut hat mehrere Bedeutungen. Es gibt zum einen den Kleinmut im Sinne von Angst und es gibt Kleinmut im Sinne von mangelnde Großzügigkeit. Es gibt Menschen, die sind kleinmütig, sie sind dem Mut verlassen und sie trauen sich nichts zu. Nach Möglichkeit ermutige die Menschen. Menschen brauchen manchmal die Ermutigung von außen, um etwas zu tun. Gerade wenn jemand viele Fähigkeiten hat, wenn jemand wertzuschätzende Anliegen hat und auch irgendwo die Energie hat, sie umzusetzen, dann ist es eine gute Sache, ihnen Mut einzureden, ihnen Mut zu vermitteln, ihnen Unterstützung zuzusagen. Wenn also jemand kleinmütig ist, anstatt seine Bedenken zu sehr zu stärken, sage, ja, das kriegst du schon hin, ja, das schaffst du, ja, das geht schon. Und eventuell nicke ihm aufmunternd zu, sage, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Oder auch, ich bin für dich da, egal wie es ausgeht. Menschen zum Mut zu verhelfen, um ihren Kleinmut zu überwinden, das kann eine sehr schöne und befriedigende Sache sein. Natürlich, es gibt auch Menschen, die aus guten Gründen kleinmütig geworden sind. Vielleicht hatten sie etwas Großes probiert und es ist schief gegangen. Vielleicht hatten sie vorher den Mund zu sehr aufgetan und es ist schief gegangen. Und jetzt sind sie ganz kleinmütig. Manchmal ist das auch ein hilfreicher Kleinmut. Und dann wirst du einfach dem Menschen nachher sagen können, es war gut, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Dann bist du vielleicht bei der nächsten etwas vorsichtiger und du hörst auf andere mehr. Jeder Misserfolg ist eine Lernlektion, jedes Scheitern ist ein Stein zum Erfolg. Swami Sivananda hat gerne gesagt, Failures are stepping stones to success. Also ein Scheitern, Fehlschläge sind Stufen zum Erfolg. In diesem Sinn, wenn jemand etwas kleinmütig geworden ist, weil etwas schiefgegangen ist, dann ermuntere ihn, diese Lernlektionen anzunehmen und dann wieder mutig das nächste von neuem zu probieren.